Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem Cyberlink Power Director in der Version 15. Heute geht es um die Power Tools von Cyberlink. Die Power Tools sind nichts anderes wie Werkzeuge, um Videomaterial zu korrigieren, zu verbessern. Schlechte Belichtung, Ton, alles Mögliche kann ich hier versuchen nochmal zu optimieren. Ihr seht jetzt hier gerade mich in einer Aufnahmesituation, die natürlich alles andere als gut ist. Aber das ist genau bewusst so gewählt. Sprich, ich nehme momentan mit einer Standard-Videokamera auf. Die habe ich 2010 mir gekauft in Full HD. Damals war das noch was Besonderes. Ich nehme auf mit dem eingebauten Mikrofon. Ich habe eine Gegenlichtsituation, ja, die manchmal auch, wenn es schnell gehen muss, vergisst man das leicht, ja, das heißt, ich bin eigentlich vollkommen unterbelichtet. Ich möchte euch im Schnittprogramm jetzt zeigen, wo sind die Grenzen und wo sind die Stärken dieser ganzen Korrekturwerkzeuge und was muss ich vielleicht doch bei der Aufnahmesituation gleich selbst beachten, damit ich nicht, wie jetzt in die Falle der Programmautomatik nämlich trete, heller Hintergrund, aber dunkler Vordergrund. Und das ist, wenn ich mich nur auf die Automatiken verlasse, ein typischer Fehler, den man am Anfang auf jeden Fall oft begeht. Wenn man einmal sein Videomaterial ruiniert hat damit, ich glaube, dann achtet man da drauf. Aber zum Beispiel beim Handy habe ich kaum eine Möglichkeit, das manuell einzustellen oder zu verändern. Deswegen schauen wir mal, was das Schnittprogramm uns jetzt für Möglichkeiten bietet. Bis gleich! Ich bin an meinen PC gegangen, habe die Videodatei in der Zwischenzeit hochgeladen, habe sie hier in meinen Medienraum reingeschoben und auf die Zeitachse gelegt. Folgendes Problem besteht nun. Durch die Gegenlichtsituation hat die Programmautomatik komplett falsch belichtet. Das ist ein Problem jeder Programmautomatik, dass sie sagt, im Gesamten ist die Belichtung optimal, weil sie sagt, hier habe ich extrem helle Bereiche und das ist für meine Belichtungseinstellung, also Blende und Zeit, der optimale Wert. Die Programmautomatik weiß nicht, dass hier im Vordergrund der Fokus liegen sollte und natürlich die Belichtung auf mich einzustellen ist. Somit ist das Videomaterial in der Ausgangssituation jetzt eigentlich nicht zu gebrauchen. Ich sage bewusst eigentlich, weil wir wollen ja schauen, was im Schnittprogramm jetzt möglich ist. Das heißt, ich habe den Clip hier markiert, gehe auf Korrigieren, Verbessern. Es öffnet sich ein neues Fenster mit diesen Reitern Korrigieren, Verbessern und Color Director. Auf den Color Director werden wir in dieser Situation nicht drauf eingehen, weil wir hier keine Verbesserung erwarten können. Das ist auch nur ein Programm, was in der Ultimate-Version kostenlos hinzugefügt werden kann. Konzentrieren wir uns auf Korrigieren. Beleuchtungsanpassung klingt schon mal super. Ich bin zu dunkel, Beleuchtungsanpassung, wir wählen es aus und es passiert das. Natürlich ist das Bild etwas heller geworden, aber ihr seht schon hier ganz deutlich, wie schlecht die Videoqualität ist. Ich versuche das jetzt hier mal noch mal ein bisschen größer zu ziehen. So. Und jetzt sieht man hier schon, das passt überhaupt nicht. Und je weiter ich den Regler nach rechts drehe, ja natürlich wird es heller. Aber zu welchem Preis? Wir gehen wieder auf den Wert von 50. Wenn wir das nicht schaffen, mit der Maus einzustellen, habe ich hier immer die Möglichkeit, das entsprechend zu machen. Oder ich könnte natürlich hier auch gleich reinklicken und mit der Tastatur das erledigen. Jetzt habe ich hier noch extremes Hintergrundlicht. Ja, wird besser, der Preis wird aber schlechter. Okay, Beleuchtungsanpassung hat uns nichts gebracht. Objektivkorrektur hat was damit zu tun, dass ich eine Fischaugenverzerrung habe oder eine Vignettierung. Brauchen wir in dem Fall nicht, weil das ist nicht unser Problem. Videostabilisator brauchen wir auch nicht, weil ich habe die Aufnahme auf einem Stativ gemacht. Also nützt uns das auch nichts. Videoentrauschen. Gut, das wäre vielleicht ein Kompromiss, wenn ich das zusammen hier mit der Beleuchtungsanpassung mache. Wir schauen mal, welcher Effekt da passiert. Ja, es passiert ein Effekt. Aber ganz ehrlich, so kann ich keine Videoaufnahme in irgendeiner Form einem Dritten zeigen. Also Videoentrauschen hat uns auch nichts gebracht.
Audio-Entrauschen brauchen wir nicht, weil die Audioaufnahme ist eigentlich ganz gut. Dann gehen wir auf Verbessern, Videooptimierung. Die Videooptimierung verbessert die Schärfe eines Videos und wendet eine Upsampling-Technologie an, mit der die Videoqualität verbessert wird. Naja, wir gucken nochmal, was sich verändert hat. Es ist sogar etwas dunkler geworden. Und wenn ich den Regler verändere, passiert auch leider nicht das gewünschte Ergebnis. Wir gehen mal in die Farbanpassung. Jetzt habe ich den Regler Belichtung. Na, schauen wir mal, was passiert. Ja, das Video wird heller, nicht optimal hell und die Artefakte, die sich hier bilden, beziehungsweise das Rauschen und so weiter, hält sich sogar noch in Grenzen. Aber natürlich kann ich auch so das Video nicht verwenden. Helligkeit. Und hier sieht man schon ganz klar den Qualitätsverlust. Also auch das funktioniert leider nicht. Kontrast brauche ich gar nicht zu probieren, weil dann wird das Bild wieder in sich dunkler. Und wenn ich den Kontrast wegnehme, wird es auch nicht besser. Den Farbton brauchen wir nicht zu verändern. Die Sättigung ist auch nicht das Problem, was wir haben. Hier wird es eher quietschiger von den Farben. Und hier wird es mehr schwarz-weiß. Lebendigkeit. Nein, auch das wird nicht besser. Überbelichtung klingt noch ganz gut, aber auch hier haben wir keine Optimierung zu erwarten. Schatten. Ja, das Bild ist heller geworden, aber natürlich auch hier die Qualität nicht zu verwenden. Wir können auf Zurücksetzen gehen, weil das uns nichts gebracht hat. Der Weißabgleich, da ändern wir nur die Farbtemperatur. Ich kann das Bild wärmer machen oder ich kann es kühler machen. Aber auch das hilft uns leider nicht. Das heißt, wir gehen hier wieder in die Mitte rein. Den Farbton brauchen wir auch nicht zu verändern. Ob er jetzt grün wird oder mehr ins Violette geht, das bringt uns auch leider nichts. Und den Weißabgleich mit der Pipette brauchen wir nicht machen, weil wir haben gar kein Problem mit dem Weißabgleich. Also den Haken wieder raus. Farboptimierung. Ja, da haben wir eher die Optimierung der Farbsättigung. Aber die Farbe ist ja nicht das Problem, weil sie kommt ja gar nicht zum Vorschein. Also lassen wir das auch raus. Bevor wir aber hier rausgehen, gehen wir wieder auf den Originalwert. So, an dieser Stelle stellt ihr fest, ich konnte das Video leider nicht retten. Und das ist nicht das Problem vom PowerDirector, sondern das ist ein grundsätzliches Problem aller Videoschnittprogramme, die so standardmäßig auf dem Markt käuflich zu erwerben sind. Ihr müsst im Vorfeld bei der Videoplanung schon darauf achten, dass das Videomaterial mehr oder weniger gut aufgenommen ist. Wenn ihr manuelle Einstellungen habt, nutzt diese und optimiert somit gleich euer Rohmaterial. An dieser Stelle habt ihr mal nicht den guten Fall erlebt, sondern den negativen Fall, sodass ich dieses Videomaterial jetzt getrost löschen kann und ich mache es lieber nochmal neu, weil ich an dieser Stelle es nicht retten kann, damit es für Dritte anschaubar wird. An dieser Stelle darf ich mich verabschieden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten sage ich vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.